Mahlzeit, mein Name ist Balfma und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Balfma schaut, meiner kleinen Kategorie, in der ich immer wieder Videos gucke, die ich nicht kenne und mich überraschen lasse und aber auch Videos kenne, gucke, die ich kenne, so rum. Und einmal in der Woche mache ich ja ein bisschen was out of the box, so ein bisschen aus dem Genre raus und überhaupt. Und ich habe letztens, bin ich wieder über ein Video gestolpert und hatte wieder Ohrwurm. Das heißt, Achtung, das ist ein Ohrwurm, das Lied hat Ohrwurmpotenzial. Und ich wusste lange Zeit gar nicht mehr oder gar nicht, woher das kam. Der Epic Sax Guy, also Sax, also Saxophon, ne? Geil. Und falls ihr ihn nicht kennt, ich hau mal ganz kurz hier rein. Ihr kennt das bestimmt von Gandalf oder so in einer 10-Stunden-Version. Ich mach das mal eben so. Ne? Und das Lied gibt es halt als 10-Stunden-Version, als 8-Stunden-Version. Und es gibt ganz, ganz viele Memes davon. Einen anderen Meme würde ich euch auch noch gerne zeigen davon. Das ist hier, ich mache das heute mal ein bisschen alternativ. Das ist so. Das ist vom Wargaming Tabletop Warhammer 40k, einen Space Marine. Und den hat jemand auch schön animiert und... Also ich finde, es ist grandios, wenn ich den Song höre, er macht mir immer wieder gute Laune. Es ist so ähnlich wie die Cantina Band. Und wenn ihr es bisher noch nicht wusstet, woher der Song kommt, das ist einer dieser grandiosen, epischen Songs, den die Eurovision, also den Song Contest der Eurovision wieder zustande gebracht hat. Da kommen so krass viele skurrile Sachen her. Sogar Lordi war da schon und das ist halt das, ich glaube, das größte Musikereignis der Welt. Und da sind aber auch immer wieder so krasse und skurrile Dinge bei. Und dieser Saxophon-Guy, der kommt auch daher. Und da gucke ich jetzt einfach mal in den Auftritt rein, ungefähr bis zur Hälfte, bis der Kerl da ist. Aber ich muss sagen, ansonsten, es ist von, ich glaube, Moldovia, also Moldawien. Und ich finde das cool und da gibt es so viele tolle Sachen. Lasst euch mal inspirieren. Es gibt auch Videos mit Top 10 Craziest Acts in Eurovision. Schaut euch sowas an. Es lohnt sich. Manche Sachen sind crazy. Auf jeden Fall. So, und jetzt schauen wir uns mal den Originaltrack an. Und der Kerl ist so krass. Und das, er sieht ein bisschen aus, als käme er von vor 30 oder 40 Jahren daher. Es ist aber gerade mal 10 Jahre alt. Das ist von 2010 ein Auftritt. Und ja, schaut selber. Genau, Sunstroke Project. Ne? Also hier ist er schon, der Boy. Deswegen passte das auch so super mit dem Warhammer 40k Space Marine. Die sind auch immer im Blue. Man nennt die auch Schlümpfe, also Smurfs. Und seine blaue Hose, das passte super. Und ich sag mal, bester Eurodance. Ne? Eurodance war ja eigentlich in den 90ern groß. 2010 auch. Und ja, jetzt wie gesagt, schau selber. Es ist so gut. Es ist so episch. Ja, und im Endeffekt war ist schon das Stück, das Video, ihr könnt es euch gerne angucken, ne? Ihr findet es, ich werde es aber auch nochmal unten das Video jetzt verlinken,
Schaut es euch gerne auch nochmal gesamt an. Es ist für ein richtig guter Eurodance, aber hier unser Freund mit dem Saxophon hat natürlich hier mal wieder episch gerockt. Einmal noch, einmal noch. Also das kann man sich immer wieder angucken und mir macht dieser Song unheimlich gute Laune. Also wenn es mal schlecht läuft oder so, einfach mal anlaufen lassen und einfach mal 3, 4 Stunden. Nein. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch einen Ohrwurm gemacht. Vielleicht auch nicht, aber ja, das war soweit. Heute einmal wieder ein Video von mir out of a box. Relativ kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dass ihr das auch ertragt, wenn ich einmal der Woche so mein ganz, ganz persönliches und spezielles Ding mache. Ja, ansonsten geht es demnächst natürlich wie gewohnt weiter mit Metal-Subgenres rund um die Welt etc. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, euer Balfamor. Ciao.